Kommentar? Ja? Fällt mir drauf. Ja, da sind Sie jetzt. Herzlich willkommen. Der Cast aus Wait Your Date. Ja. Nila, Edi, Alicia und der wunderbare, fulminante, verwandte Mr. Mark Benjamin. Hallo. Wow, was war das denn? Wir kennen uns schon was länger. Hast du gemacht? Nein, ich habe ja schon hier übernachtet, weil ich schon früher angekommen bin. Deswegen kennen wir uns ein bisschen. Okay. Ihr habt beinahe geschlafen. Okay. So. Okay. Wir kennen uns auch von der Mitte mit Sophie Maklas. Ja, weiß. Das ist richtig. Wait Your Date. Beschreib mal ganz kurz. Hier geht es ja darum, dass im Endeffekt, was ja eigentlich ganz clever ist, eine Dating-App entwickelt wird, wo man halt eben dann den zukünftigen Partner schon mal vorne so ein bisschen irgendwie abklopfen kann. Wie tickt der eigentlich? Was ist das? Ist das ein Psychopath oder sonst irgendwas? Was denkt ihr über diese Idee, wenn es diesen Algorithmus, diese App wirklich geben würde? Ich glaube, dass das nicht so schlau ist, weil man da Menschen in Kategorien einteilt, in Schwarz-Weiß, und sie runterbricht auf ein Wort, und ich glaube, das geht nie gut, und vielleicht sehen wir das auch im Film, dass das nicht so easy ist. Tatsächlich beschreibt, glaube ich, der Film echt ganz gut, was passieren würde, so von der Entwicklung her, dass man erst denkt, und dann vielleicht nicht mehr so sehr, der denkt, deswegen, Film macht es ganz gut, glaube ich. Also ich glaube, wenn man nur bei den liebevoll vorbereiteten Kategorien der Apps, die die Entwickler gemacht haben, bleiben würde, dann wäre das eigentlich eine schöne Möglichkeit, ein bisschen über das eigene hergestellte Profil hinaus was zu erfahren über die Person. Aber das geht ja eben dann schief. Ja, ich glaube, die Grundidee, die entspringt ja immer einer guten Absicht. Schlussendlich machen wir das ja automatisch, dass wir Leute in so eine Kategorie erstmal einteilen. Aber dass man da drin bleibt, ich glaube, dafür wäre es nötig, dass es so viele Kategorien gibt, wie es auch Menschen gibt. Was sind denn so von euch persönlich, oder? Ich sag jetzt mal, die schlimmsten Dating-Erfahrungen? Also wo jetzt wirklich sagt, so boah, ey, das war jetzt wirklich ein Date, das ging gar nicht. Also ihr müsst keine Namen nennen, aber vielleicht so irgendwie so Situationen. Du kannst auch Namen nennen. Also, mit dem Hand nicht. Hans? Ja. Du musst Hans sagen. Nein. Mit dem Hans. Da hat's am Namen gescheitert. Ja, wirklich. Schlimmes Date. Ich finde ganz schlimm, Männer-Frauen-Freundschaften finde ich ganz toll, wenn man sich dann mit einem Mann trifft, wenn man denkt, so cool, cooler Typ, unterhalte ich mich mal so mit, und dann stellt sich währenddessen raus, dass es eigentlich ein Date von seiner Seite ist und von deiner Seite war es aber nie so gemeint. Sowas mit Hans, und dann war es sehr unangenehm. Ich habe von einer sehr guten Freundin, da war ich aber nicht dabei, die hat sich mit einem Kollegen getroffen, sie sind ins Kino gegangen, das allererste Date. Es hat 15 Euro gekostet und dann stand da an der Kasse und hat gesagt, mach mal ich 8, du 7. Und ich glaube, das sollte man beim ersten Date nicht machen als Mann. Ich hatte tatsächlich mein absurdestes Date mit dem Regisseur beim Casting. Da mussten wir improvisieren und sind reingekommen direkt als Rolle, ohne überhaupt uns vorzustellen. Mussten wir uns direkt an den Tisch mit so einer Rose setzen, und da wollte ich natürlich irgendwie witzig sein. Ich dachte Komödie, irgendwas Abgefahrenes, und habe ihn irgendwie gefragt, ob er auf Tiere steht. Und da habe ich mich dann sehr reingeritten und musste dann 5 Minuten mit ihm darüber reden, und das ist jetzt noch auf Band. Ich hoffe, das wird vernichtet. Und das kommt nachher auf die Blu-ray drauf. Nee, auf keinen Fall. Wahrscheinlich. Auf keinen Fall. Wahrscheinlich. Wenn niemand sieht. Meine Partnerin war die Drehbuchautorin, und die war schwanger beim Casting. Okay. Das mussten wir alle machen. Wir mussten alle improvisieren, das erste Casting, das erste Date, und wussten nicht, was auf uns zukommt. Und meine Partnerin war hochschwanger tatsächlich. Und das hat sich so im Laufe des ersten Dates, des Gesprächs herausgestellt, als sie sich so nach hinten geschoben hat. Das ist natürlich für einen Schauspieler gefundenes Fressen. Aber was hast du eigentlich für eine Geschichte zu erzählen, Marc? Ja, ich habe eben keine. Ich dachte, jetzt verstecke ich mich ganz schnell. Ich habe, ich weiß gar nicht, wann. Nur gute Dates. Nein, ich weiß echt nicht, wann ich überhaupt ein Date hatte. Ja. Irgendwie hat man sich ohne Kennenlernen verliebt. Nein, ich weiß, ich habe das nie so als Date gesehen. Ich war, keine Ahnung, früher, ich weiß, ich habe schon ein paar Zettel verteilt mit ja, nein, vielleicht. Das habe ich mal gemacht. Haben immer nur vielleicht zurückgekriegt. Bis heute weiß ich nicht, ob es daraus was wird oder nicht. Aber sonst irgendwie, ich glaube, vielleicht scheitert es bei mir schon beim Fragen. Wie ist es bei dir? Schieb die Kamera weg von Max. Ja. Dankeschön. Bei mir ist gerade ein bisschen Ebbe. Ich arbeite zu viel. Aber um wieder auf euch zu kommen, ich finde diesen Film insofern ganz interessant, weil ich glaube einfach, dieses Thema Dating ist eine Riesenkiste, weil du hörst von so vielen Leuten, von so vielen Kollegen, es klappt ja anscheinend immer nicht. Die Leute verlieben sich neu. Manche fangen eben an zu Tindern, andere gehen zum Parship, andere gehen in die Disco, stürzen sich in Abenteuer, aber trotzdem irgendwo die Erwartungen sind so hoch. Ja, weißt du, warum das so ist? Das ist doch, weil man sich so perfekt zeigen will online,
Wie nur gut, man sich immer mit seine Schokoladen zeigt, wenn man das perfektioniert und richtig gut und dann auch noch schön schreibt und die größte, breiteste Wortwahl hat, irgendwann hat man doch ein richtiges Problem, wenn es dann, wenn einer von beiden sagt, hey, lass uns doch mal echt in Wirklichkeit treffen. Dann kann das ja nur irgendwie in die Brüche gehen, oder? Und bevor du das dann machst, findest du vielleicht eine Ausrede und dann brichst du das ab und suchst dein nächstes Vorstellungsopfer. Das bleibt immer bei der Vorstellung. Also Nila und ich haben bei uns im Freundeskreis Menschen, die kurz davon sind zu heiraten. Und wenn du sie fragst, wo sie sich kennen, dann sagen sie... Ich kenne einige Kinder. Ja? Also kenne ich auch tatsächlich. Aber ich glaube einfach, dass die Wahrscheinlichkeit ähnlich hoch ist, so jemanden zu finden. Und dann ist es cool, oder jemanden zu finden. Und dann ist es nicht cool, genauso wie beim echten Kennen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, aber du hast ja wahrscheinlich... wahrscheinlich ist ein Wort, wo es Wahrscheinlichkeit... Die Prinzipien sind doch im echten Kennenlernen dieselben. Ich reagiere auf den ersten Eindruck. Das stimmt, aber du hast halt viel mehr Möglichkeiten, ne? Und das ist, glaube ich, das Problem der heutigen Zeit sowieso. Wenn die mir mehr Möglichkeiten die haben, desto schwieriger ist es zu entscheiden. Du meinst, wenn nicht alles perfekt ist, dann neigt man dazu schnell einfach weiter. Aber das Wichtiger ist ja wohl vielleicht dann derjenige, der dann bleibt. Das stimmt. Aber das ist dann vielleicht auch wahrscheinlich für die Leute ganz gut, die sich dann auch nicht so richtig verkaufen. Ne? Es gibt ja Leute, die schaffen das dann auch ganz bescheiden und ehrlich in Kontakt zu treten. Mhm. Für die, oder man findet genau das anziehend, wenn man selbst so macht. Was? Und sich verkaufen. Ja. Oder wahrscheinlich, alles wahrscheinlich kann anders, passieren. Als wir denken. Ja. Rate your date. Genau. Und worauf kommt Wie siehst du das? du hast noch gar nichts gesagt heute. Worauf kommt es euch denn an? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie ein Date habt oder so, also worauf legt ihr Wert? Matthias Schweighöfer hat mal gesagt, also nicht als Erster durch die Tür gehen. Getrennte Rechnung ist auch scheiße und bitte ohne Tennissocken. Sind so drei klare Ansagen, wo er zum Beispiel sagt, darauf legt er eben beim ersten Date Wert. Was ist sozusagen so vielleicht bei euch heutzutage 2019 das, wo ihr eben sagt, als Mann, als Frau, das und das irgendwie sind für euch No-Gos, wo ihr schon merkt, wenn der Typ oder wenn die Frau das macht, ui, besser nicht. Gibt es da so ein paar Dinge, so ein paar Benimmregeln, die die anderen einhalten müssen? Damit es eben nicht irgendwie für euch dann schon direkt so kategorisch ausgeschlossen ist? Ich finde das mit einer... Das nicht durch die, als erstes durch die Tür gehen, finde ich schon mal gut. Ist aber falsch. Außer die Tür ist sehr schwer. Es ist aber falsch. Ist falsch? Laut Knigge geht der Mann als erster, um zu sichern, um zu gucken, ob da gefährliche Tiere sind. Das stimmt, aber dann ist das so. Aber dann geht er wieder raus und lässt sie rein zuerst. Das ist, oder nicht? Du musst ja dann reingehen, erstmal den Raum sichern und sie steht dann so draußen in der Kälte. Oder dann kommst du wieder raus und holst sie rein. Geht auch er als erster, falls sie fällt, dann das, auch hin. Aber das macht wiederum Sinn. Und du gehst auch auf der inneren Seite der Straße, weil das Auto leicht ausufert, dass sie dich erwischt. So hinten, damit du ihr auf den Arsch gucken kannst. Genau. Man kann nur alles falsch machen. Aber die Frage darüber. Und du zahlst alles, damit du die Macht hast. Genau. Und das Date sollte in der Nähe deines Zuhauses stattfinden, weil wenn es schlecht läuft, ist der Heimweg nicht so lang. Und wenn es gut läuft, ist der Heimweg nicht so lang. Das ist beides richtig. Also das ist die Regel. Und dann keine Tennis. Wir retten jetzt mal die Jungs, oder? Und zwar, ich glaube, es wäre schön, wenn man beim ersten Date nichts vorspielen muss. Das ist eben genau das, ein Profil kann man sich perfekt so darstellen, wie man gesehen werden möchte. Ich glaube, bei einem echten Aufeinandertreffen ist es unglaublich wichtig, dann so authentisch wie möglich zu sein. Das ist, glaube ich, heutzutage vielleicht nicht mehr so selbstverständlich und umso wertvoller. Mhm. Ja. Nina, was sagst du? Also was ist bei dir zum Beispiel? Nicht zu spät kommen. Hm? Auf gar keinen Fall zu spät kommen. Und nur über sich reden. Und ohne Gegenfragen zu stellen. Das finde ich so die zwei Sachen, wo ich sage so, nee. Es waren aber drei. Ohne Gegenfragen? Gut rechnen können ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Nicht nur über sich reden und Gegenfragen und zu spät kommen. Das gehört aber zusammen. Ach so, okay. Also eine Kategorie, Konversation betreiben sozusagen. Okay, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar sammle ich diese Behind-the-Scenes-Stories. Es gibt ja immer bei jedem Film Sachen, die passieren, die unvorgesehen sind, die irgendwie witzig aber sind. Diese Frage ist natürlich, wir haben zwei Monate lang gearbeitet und du willst jetzt von uns eine geile Anekdote die coolste, aus die zwei coolste, Monaten. Oder dass jeder vielleicht was sieht. Mir erzählt, fällt was, keiner ein. Ehrlich? Nicht irgendwas? Von zwei Monaten. Ich finde es sehr abgefahren, dass Nilam und ich in der WG, in der wir gedreht haben, auch übernachten durften. Und es war sehr lustig, weil das sah natürlich alles schön aus, aber so richtig bewohnbar war das nicht. Dementsprechend war zum Beispiel mein Bett in der Mitte gebrochen und ich lag in so einer Kuhle. Und Nilam lag wirklich so unter der Decke auf so einem Brett quasi. Ja. Also es war, wir haben es uns schöner vorgestellt. Wir hatten eine kleine Pyjama-Party. Aber es war sehr spannend. Ja. Und eine schöne Erinnerung ist auch noch, es gibt eine Szene, wo wir auf dem Boot von Paul
Richtung Oberbaumbrücke beim Sonnenuntergang fahren. Und es war einfach echt, weil die haben mit einer Drohne gefilmt, die um uns rumgeflogen ist. Das heißt, die Connection zum Team war nicht so wirklich da. Wir wussten nicht, wann sie drehen und wann nicht. Und haben einfach Party gemacht auf diesem Boot im Sonnenuntergang. Und das ist eine richtig schöne Erinnerung. Mega. Ich, das Schöne ist mir heute jetzt aufgefallen wieder mal. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe heute gemerkt, ich war gestern in Zürich, die waren in Hamburg, in Frankfurt am Drehen. Und jetzt, wo die da sind, ich fühle mich wieder zu Hause. Ja. Oh. Freue mich auf euch, mag no. euch. Okay, Edina, hast du noch was? Das wäre so gut gewesen, wenn wir schon so viel Spaß. Ein sehr besonderer Drehtag war einer, wo ich jemanden küssen durfte. Und das war sehr besonders. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ich könnte mehr dazu sagen. Film gucken Filmen. Und dann können wir später darüber reden, wieso das so besonders war. Super, vielen Dank euch. Der Cast von The Way to Date, der Film ist jetzt in den Kinos. Guckt ihn euch an. Ansonsten geht's auf die Glocke. Super.